Okay, dann heißt das jetzt wieder rüber ins in die Unterstadt. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Genug, um mir noch ein bisschen Traumstaub zu kaufen. Ach, guck mal, da ist der Botschafter. Aus der Cutscene, als wir in Empyria angekommen sind. Also ja, noch mehr Traumstaub, was wir Ishtar geben können. Ah, ich brauche... Na, 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 nicht so gierig. Ich habe keinen mehr. Zumindest kein... Redet nicht, gebt ihn mir. Beherrscht euch. Ihr sucht wohl Streit? Na, sind Wenn ich dann an den Staub komme? Ja, du Wanze. Wanze? Den Staub bekommt ihr nicht. Aber den Streit könnt... Achtung! Okay. Ein bisschen aggressiv. Kämpft! Das würde ich, hätte ich ja dem Schattenkrieger zugetraut. Wobei, der Phönix-Träger ist auch manchmal sehr aggressiv. Oh, eine Klaue mit der Taschendiebstahlsfähigkeit. Das ist nämlich, das ist auch was Besonderes. Auch wenn es sehr seltsamer Gegenstand ist. Weil an jedem Charakter, an dem wir jetzt vorbeilaufen, können wir Sachen kriegen. Ah, ich brauche... Na, 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 nicht so... Redet... Beherrscht... Wenn ich da... Wann? Den Stamm... Okay. Achtung! Abtrünnige Apotheker wollen sterben. Kämpft! Okay, noch eine Taschendiebstahlskralle. Immer daran. So, jetzt haben wir Traubenstaub für Ishtar. Wir haben Flink. Das Ohr eures Vaters ist taub für uns Kartei geworden, Alia. Aber er braucht die freien Völker, so ein Dummkopf. Die Einflüsterungen seines Beraters machen ihn hochmütig, Prinzessin. Diese maskierte Schlange, die Ahnen mögen ihn verdammen. Es tut mir leid, Botschafter, dass ihr umsonst nach Empyria gekommen seid. Grüßt mir die Kinder des Windes. Ich werde meinem Volk eure Grüße bringen, Prinzessin. Sollte es mein Volk noch geben, wenn ich dort ankomme. Ah, der Runenkrieger. Vorsicht, es tut sich was! Alia, schnell, fort! Es ist der Hauptmann der Wache! Halt, Ruhe, McWinter! Wenn ich euch verhaften wollte, wäre ich kaum alleine hier. Und was bringt dich dann hierher, Bruder? Irgendjemand ist in den Palastgarten eingedrungen. General Irmir kocht vor Wut. Er glaubt da, deine Handschrift zu erkennen. Sie sammeln die Palastgarde. Du musst hier verschwinden. Schnell! Und ihr Runenkrieger tätet auch nicht schlecht daran zu verschwinden. Zeugen meinen, euch im Palast gesehen zu haben. Prinzessin, begleitet mich zu den Kartei. Und ihr ebenfalls, Runenkrieger. Mit eurer Hilfe können wir die Uru und mein Volk vor den Untoten schützen. Beeilt euch! Viel Glück! Ich komme mit euch, Botschafter.
Runenkrieger, wie steht es mit euch? Ja, trifft sich ja gut, weil wir wollen ja nach Kartei. Palastwachen! Findet und tötet diesen Runenkrieger! Oh. Ein Monument wird angegriffen. Jetzt sind die ganzen Stadtwachen auf uns pisst. Ja. Werdet ihr uns nach Kartei begleiten? Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich mitnehmen könntet. Soweit ich weiß, lebt die Uro dort. Trifft sich ja wunderbar. Aber sprecht noch einmal mit Urias. Ich glaube, er hat noch irgendetwas auf dem Herzen. Gut, ich bin gleich zurück. Ich höre, wir müssen nach Kartei. Gut, endlich Aufbruch. Aber ihr wollt im Ernst mit diesem Weibsbild Alia ziehen? Sie ist ehelos durch und durch. Sie wird unsere Führerin sein, Urias. Ich werde ein waches Auge auf sie haben. Vielleicht kann ich ihr noch Vernunft beibringen. Oh je, das kann ja heiter werden. Ach Freund, eins noch. Meine Leute lagern immer noch an der schwarzen Küste. Zwar sind dort die schlimmsten Gefahren gebannt, aber ich sollte ihnen Nachricht geben, dass sie nach Northanda heimkehren können. Dort werden sie mehr gebraucht. Wollt ihr gleich dorthin aufbrechen? Nein, wir sollten erst einmal unsere Aufgabe hier abschließen. Aber ich wäre euch dankbar, wenn wir irgendwann noch einmal die schwarze Küste aufsuchen könnten. Um herauszufinden, dass da alle tot sind. Gut. Vielleicht finden wir später Zeit, um uns darum zu kümmern. Ich danke euch. Begebt euch einfach zur schwarzen Küste, wenn ihr den Zeitpunkt als geeignet betrachtet. Ja, das. Aber lasst uns zuerst Alia und den Botschafter sicher aus der Stadt bringen. Gebt Alia Bescheid, wenn ihr bereit zum Aufbruch seid. Wie gut bist du eigentlich darin, das Ding zu... Oh, du hast es ja fast tot. Sie besetzen ein Monument. Solange ist die Wache nicht angepisst. Die beiden da oben sind es aber. Die da sind es. Oh, das war knapp. Kämpft! Also das war jetzt arg knapp, ey. Kämpft! Achtung! So, jetzt bitte. Also ja, neue Quest. Die Männer des Urias. Redet mit Urias, um mehr zu erfahren. Geht mit Urias zur schwarzen Küche und sprecht mit dem Ordensritter dort. Urias werden wir seine Männer wieder nach Zotanda zurücksenden. Begleitet ihn zur schwarzen Küste, die nördlich der Onyxbucht liegt. Sprecht dort mit den Leuten des Ordens. Bereit für den Aufbruch? Ja, er wird uns begleiten. Wir müssen später noch einmal zur schwarzen Küste zurück. Aber das hat Zeit. Herrje, da haben wir einen echten Helden dabei. Nun denn, seid ihr bereit für den Aufbruch? Ich hätte erst noch einige Fragen. Lasst hören. Warum nannte der Botschafter euch Prinzessin? Er kannte mich schon, als ich noch klein war und im Palast gespielt habe. Für ihn bleibe ich immer eine Prinzessin, ganz egal, wie ich mich kleide. Ihr seid eine Tochter des Kaisers? Seine einzige. Tochter von Magnus Arias und Kaira Faran. Was treibt euch denn vom Palast in die Gosse? Mein Vater, was sonst? Eure Bande sind gerissen? Er ist, nun sagen wir, mich zu zeugen, war einer seiner lichteren Momente. Doch er hat Mutter verstoßen wegen dieser Dryade, die er so unendlich begehrt, dieser Narr. Irgendwann wusste er noch nicht einmal Mutters Namen. Das hat Mutter vollends gebrochen. In der Nacht, in der sie starb, floh ich aus dem Palast. Ich werde nicht ihr Schicksal erleiden. Kein Mann wird mein Herz brechen, das schwöre ich. Eher schneide ich ihm das Seine heraus. So wie das meines Vaters, falls er mir je gegenübertreten sollte. Lasst euch gesagt sein, es gibt keine Ehre unter Männern. Nur Gier und Prahlerei, sonst nichts. Na, danke. Es gibt keine Helden mehr, nur noch Gräber.
Was verbindet euch mit Ishtar? Nun, sagen wir mal, ein beruflicher Wettstreit. Er ist der Kommandant der Wachen, ich die Königin der Diebe. Aber wir respektieren uns. Von allen Männern hier ist er noch der brauchbarste. Und der Grund, warum ihr nicht schon längst im Kerker sitzt, verbirgt sich hinter dem Wort Bruder, nicht wahr? Nichts da. Ich kann ihm jederzeit entwischen. Er macht sich nur nicht mehr die Mühe, mich zu fangen. Ich nenne ihn Bruder, weil er das Ergebnis einer durchzechten Nacht meines Vaters und einer gutgläubigen Dienerin ist. Ein Bastard ohne Rechte und ohne Erbanspruch. Mein Vater hat ihn in die Gladiatorenschule gesteckt. Von dort hat er sich bis zu den Stadtwachen hochgedient. Wenn weder er noch ihr den Kaiserthron erbt, wer besteigt ihn dann? Niemand. Mein Vater ist so vernarrt in diese Dryade, dass er keine Frauen aus Fleisch und Blut mehr begehrt. Er wird keinen Erben mehr bekommen. Das Geschlecht der Arias endet mit dieser Generation. Dann werden die Generäle und Händler wie die Wölfe über Empyria herfallen. Aber sollen sie doch. Besser so, als dass es von Wahnsinnigen regiert wird. Warum lässt uns der Kaiser jagen? Weil er der Kaiser ist? Weil er tut, was er will? Vor allem deswegen, weil jemand seiner kostbaren Dryade zu nahe gekommen ist. Nichts hasst er mehr. Aber ich glaube, da steckt auch sein neuer Berater dahinter. Eine rätselhafte Figur mit einer Maske. Seine Einflüsterungen haben meinen Vater endgültig verrückt gemacht. Er will meinem Vater angeblich etwas von den alten Mächten des Zirkels beibringen. Und dieser Dummkopf glaubt ihm das auch noch. Zirkelkräfte? Ihr meint die Beherrschung des Allfeuers? Das ist natürlich Unsinn. Selbst wenn der Maskierte ein Zirkelmagier wäre, er würde bestimmt nicht seine Macht mit meinem Vater teilen. Außerdem hat sich der Maskierte schon länger nicht mehr hier blicken lassen. Wahrscheinlich spürt er die Bedrohung durch die Untoten, von denen Haran berichtet hat. Oder er steckt sogar selbst dahinter. Das muss Hokan Ashir sein. Die Dryade hat mir erzählt, dass er seine Finger im Spiel hat. Ja, warum sollte er Empyria erobern, wenn er es kampflos geschenkt haben kann? Was wisst ihr über Katai? Ein Gebiet weit südlich von hier, nahe dem Dunkelwehrgebirge. Das Volk, das dort lebt, nennt man auch die Kinder des Windes. Früher waren sie Nomaden, als es noch genug Land gab, durch das sich das Herumziehen gelohnt hat. Jetzt sind sie ein Volk von Kriegern und das lange Leben an der Grenze zum Dschungel hat sie hart gemacht. Aber ihre Herzen sind immer noch frei. Sie werden euch gefallen. Früher waren sie wertvolle Verbündete. Immerhin sind sie einer der größten Kriegerstämme Xus. Aber mein Vater in seiner unendlichen Weisheit hat das Bündnis vollkommen zerstört. Wenigstens haben die Männer dort noch ein wenig Feuer im Blut. Ich freue mich darauf, dahin zurückzukehren. Ich hoffe, Jenkwai hat noch nicht geheiratet. Kennt ihr die Uru? Ich habe sie gesehen, als ich in Katai war. Sie ist so etwas wie eine Schamanin, besser gesagt schon fast eine Göttin. Eine Göttin? Versteht es nicht falsch, sie ist sterblich wie ich, aber ihr Leben währt sehr, sehr lange. Die Überlieferungen, die von Uru zu Uru weitergegeben werden, sind so alt wie das Menschengeschlecht. Und sie weiß viel, sehr viel. Vielleicht sehen ihre Augen auch weiter als die der Dryade. Und sie kennt die alten Geheimnisse des dunklen Dschungels im Süden. Was ist das für ein Dschungel? Die Wüsten von Xu reichen nur bis zum Dunkelwehrgebirge. Dahinter beginnt der Dschungel, ein dunkles Land, das noch nicht einmal die Magier des Zirkels ganz ergründen konnten. Dort hat der abtrünnige Wächtergott Zarach die dunklen Rassen geschaffen. Irgendwo im schwarzen Herz des Dschungels liegt sein alter Tempel. Man sagt, dieser Ort ist von so abgrundtiefer Grausamkeit, dass ihn selbst die Götter fürchten. Menschlich gesprochen also kein Ort, an dem man gern sein wollte. Zumindest ich nicht. Ja, okay. Das heißt, ich werde mir jetzt noch schnell die Mühe machen, zu Ishtar zu gehen. Überziehen wir halt ein bisschen. Und ihm den Traumstaub zu geben. Was es auch immer noch mit dem Puppenspieler hier auf sich hat. Wir haben ja noch so Leute, die was Besonderes sind. Okay, Borgo wissen wir ja. Shazam. Gegenstand da, Katzenbein-Dinge, ui. Runenkrieger. Ich habe hier etwas Traumstaub.
Ich frage euch jetzt nicht, wie ihr rangekommen seid. Ja. Gut. Hier. Danke. Ihr habt diese... Ich habe hier etwas... Ich... Gut, machen wir es schnell. Gut. Danke. Und fertig. Ich glaube, damit haben wir auch Hauptmann Ishtars Sorgen bereits abgeschlossen. Sehr schön. So, dann kehren wir zu unserem kleinen Haufen hier zurück. Der Seelenfels hat sich zum Glück komplett erholt. Flink. Hat nichts mehr zu sagen. Gut. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir hier mal. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.